Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit. Florian und Yannick trainieren. Wir haben für euch heute das Balance Board im Angebot und wollen euch dieses nun vorstellen. Das Balance Board könnt ihr überall nutzen, ob im Büro, in eurer Freizeit oder auf Reisen, wenn ihr unterwegs seid, auf dem Weg in den Urlaub oder wenn ihr schon im Urlaub seid und euch mal ein bisschen sportlich betätigen möchtet. Das Balance Board ist dafür da, um eure Körperspannung zu trainieren oder auch den Gleichgewichtssinn. Das Balance Board wird aber auch in Fitnessgruppen oder auch im Reha-Sport verwendet. Eine Übung kommt aus dem Reha-Sport, die wir euch vorstellen möchten. Sie nennt sich Kniebeugen auf dem Balanceboard. Fangen wir an mit Übung Nummer 1. Kniebeugen auf dem Balanceboard. Dafür müsst ihr mit beiden Beinen auf das Balanceboard. Nun stabilisiert euren Körper so, dass ihr nicht mehr allzu doll wackelt. Nun fangen wir an mit den Kniebeugen. Dafür könnt ihr eure Arme auf Schulterhöhe ausbreiten. Wenn ihr runtergeht, passt auf, dass eure Knie nicht über eure Fußspitzen herausragen. Achtet auch darauf, dass der Oberschenkel parallel zum Boden runtergeht. Dies könnt ihr mit 10 Wiederholungen pro Einsatz in 3 Sätzen wiederholen. Die nächste Übung, die wir euch zeigen wollen, nennt sich Push-Ups auf dem Balance Board. Haltet euch mit den Händen rechts und links an den Griffen am Board fest. Platziert das Board ungefähr unter eurer Brust. Nun streckt die Füße nach hinten aus und geht in den Liegestütz. Dabei ist der gesamte Körper angespannt. Nun nähert sich das Brustbein dem Board und die Ellenbogen werden eingeknickt. Achtet dabei darauf, dass die Ellenbogen sich nach hinten wegdrücken und nicht nach außen. Diese Übung kräftigt die Brust, Schulter und die Armmuskulatur. Wiederholt diese Übung in 3 Sätzen mit jeweils 8 Wiederholungen. Das war's schon wieder für diese Woche mit Fit. Florian und Yannick trainieren. Diese Woche haben wir euch das Balance Board vorgestellt. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir euch ein interessantes neues Sportgerät präsentieren. Und bis dahin, bleibt sportlich!